Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, wir versuchen heute mal diesen Ektoplasm zu kriegen. Dafür brauchen wir das schöne Gerät da, denn soweit ich das jetzt richtig gelesen habe, man muss diese kleinen Spirits, also diese blauen da, killen. Und zwar... spawn after killing a mob with poisons or other magical items. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich habe da jetzt mal drei Wasserflaschen. Diese drei Wasserflaschen packen wir hier erstmal rein. Wir möchten das Potion of Harming 2, beziehungsweise das Splash. Ich weiß noch nicht, wie lange das der läuft. Wie das eigentlich da? Ich werde mir nochmal drei Flaschen holen. Deswegen sind wir auch sozusagen in den Nether gegangen. Das war schon sozusagen die Vorbereitung drauf. Weil ich möchte jetzt hier nicht die Falle abreißen und neu machen, sondern nein, wir machen einfach... Wir haben einfach Spaß und gehen im Nether wegen Klopfen. Splash Potion of Poison. Könnte meine ich auch ein paar mitnehmen. Dafür brauche ich jetzt... Niederwarzen. Ich hätte mal gesagt, ich hol mal vier Stück. Die müssten hier hinten sein. So, und dann heißt es jetzt, du gehst jetzt da rein. Und du baust dich jetzt langsam auf. Ach, ich brauche da Fuel. Das ist neu, aber... Jetzt auch noch Fuel braucht. Wieder auch dort was für ein Fuel? Also ich vermute mal Blaze Powder. Wir gucken mal. Jawohl. Genau richtig. Packen wir die mal hier rein. Eins, zwei, drei und die drei. So, ich brauche noch eine Kiste. Ich habe sehr viele Flaschen am Schluss dabei. Denn ich überlasse dann diesmal nichts im Zufall. Abakwa. Ich glaube, das heißt so. Okay, aber das hält ja ewig, sehe ich gerade. Das läuft langsam runter. Sehr langsam runter. Wasser, Wasser, Wasser. So, dann hätte ich mal gesagt. Also davon will ich auf jeden Fall 6 Stück mitnehmen. Splash Potion of Harming. Instant Damage 2. Da ist was fertig. So. Aber... Instant Health, Instant Damage, Poison 2. Dann machen wir erstmal den hier. Auf Poison 1,30.
Das heißt, ich habe jetzt Spider-Eye, brauche ich zwei Stück. Schaut doch nicht mal so schlecht aus. Warte, schaut aus, als hätten denen da ein paar Buchstaben fehlen. Wart. So, Paul. Davon nochmal die nächsten drei rein. So, wir wollen natürlich die Büsche pimpen. Dafür brauche ich 1,30. Aber ich kann mir eigentlich gleich nochmal zwei Spider-Eis holen. Weil die kann ich gleich komplett durchziehen. So, die drei raus. Die drei rein. Ja, das soll ich vielleicht auch noch reinwerfen. Dann wird es mal irgendwann was. Healing will ich bestimmt nicht. Instant Damage. Flash Potion of Poison. Und da brauche ich jetzt einfach nur Redstone. Aus Glowstone wird. Genau. Du kommst weg, du kommst rein. Wir brauchen viermal Redstone. So, wir punchen uns. Wir punchen uns eine Runde böse Sachen. So, gleich durch. Jawohl. Und jetzt wird das Ganze für der X-Wacht. Kann ich irgendwas? Ja, ich schmeiß mal schnell den Bogen da rein. Da kommt der Hammer darauf. Kann ich das nämlich alles im Inventar lassen. So, das nächste ist dann Gunpowder. Und dann habe ich schon die ersten 6 Flaschen fertig, weil dann habe ich genau, 1 Minute 30 bin ich schon. Kann ich lade erst los, wenn ich bei den letzten drei bin. Poison of Gravity. Okay. Ich habe den, glaube ich, zu lange drin gelassen. Ah, okay. Also, jetzt brauchen wir Gunpowder. Das ist total, ey. Ich meine, jedes Mal, es leckt irgendwas. Ich hätte jetzt gesagt, ich nehme jetzt zweimal welche mit, wo Poison passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann auch gekillt werden. Weil beim Player ist es ja so, dass es auf ein halbes Herz runtergeht. Aber dafür haben wir ja dann diese Instant Damage.
So, was brauche ich jetzt dafür? Dafür baue ich jetzt Vermenter Spider Eyes. Das heißt, ich muss mal schnell in die Küche. Habe ich auch irgendwo Zucker? Nehme ich mal den zu lang. Dann brauche ich was? Pilze. Und Spinnenaugen, vermutlich. So, das heißt, du kommst dahin, 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 vermendet Spider-Eis. Und wir schmeißen dich rein. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr gemacht, ist ja egal. Falls es doch nicht reicht. Splash Potion of Harming. Und davon jetzt nochmal ein Glowstone. Und dann müssten wir eigentlich alle haben. Da gibt es ja nichts mehr, was noch. Schlimmer ist. Oder länger ist. Instant Damage 2. Gut. Dann nehme ich jetzt mal alles weg. Am besten werfe ich es jetzt mir dann selber an die Rübe. Muss nur dran denken. Und das betrifft Splashen, betrifft auch immer mich. Es ist Nacht und regnet, dann hätte ich gesagt, ich lege mich hin. Vor allem das Schlimme ist ja, ich brauche wirklich nur ein einziges davon. Wenn ich das eine habe, kann ich mir ein Sapling bauen und mit dem Sapling kann ich dann sozusagen über diese da jedes Zeug halt die ganze Zeit machen. So. Wir haben jetzt auch. Ups, so rumgucken. Wir haben jetzt uns auch entschieden, sozusagen, das wird jetzt eine Base. Wir sind zu zweit auf dem Server. Das ist jetzt meine Seite, darum hängen auch hier meine Köpfe. Und Sebo ist auf der Seite. Und der baut dann da drüben weiter. Ich bin auch schön fleißig. Ich habe schon mal so ein Viertel von mir schon fertig. Das muss ich jetzt auch noch machen. Diese schöne Fackel hier von Reliquary bekommt man durch diese lustigen Tüten hier. Und ich habe mir dann gleich mal, ich war mal so frei und habe mir welche gemacht. Und habe dann Gott sei Dank zwei rausbekommen. Und ich habe was noch Schöneres entdeckt. Man sieht doch diese schönen grauen Punkte auf dieser Minimap. Gehen wir mal schnell auf J, also die hier. Ja, das sind Chickens. Und zwar die hier. Ich habe schon gesagt, also ob er das gewollt hat, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall amüsant. Denn mit denen da kann ich ein bisschen was umgehen. So, dann nehmen wir mal einen Schneeball.
Wir spielen mal mit denen. Toll. Also mich habe ich erwischt. Die glaube ich nicht. Jetzt Schaden bekommen? Ich muss jetzt mal ein paar runter machen. Gar nichts. Ich weiß halt vielleicht auch nicht, ob ich da überhaupt mitwerfen kann. Wir haben jetzt mal ein paar. Sag mal ein paar. Sonst muss ich halt dann. Naja, deswegen steht auch diese Fackel hier. Wie gesagt, wird es gefährlicher ab dem Zeitpunkt, wo ich hier lauter Teppich liege. Ich meine, er kann eigentlich nicht mehr spawnen. Aber, dass da was spawnt, ist nicht mal so schlecht. Fällt mir gerade so auf. Noch eine Fackel dabei. Die dürfen nur nicht runterfallen. Und dann kann ich mal die Splash Potion bei denen ausprobieren. Achso, den habe ich jetzt mal aufgemacht. Nochmal. Das ist ja schlimmer geworden, schon besser. Nein. So, also wir probieren es nochmal. Splash Potion. Das bringt gar nichts. Das bringt auch nichts. Ja, mal Zombies werden auch gerade im Monster sein, dafür geeignet sind. Und das da hinten ist weiter, ich habe zwar mittlerweile auch einen, aber zeige ich gleich. Naja, an den habe ich überhaupt nicht mehr gedacht, dass ich den noch. Aber ich will sowieso einen noch eventuell wieder haben. Man hat hier auf jeden Fall seinen Spaß. Kann man treffen. So.
anzieht. Man sieht, man bekommt ein bisschen Material. Material. So, das muss alles weg. So. Da oben hin. Und dann probiere ich das jetzt sozusagen drüben. Ich muss jetzt sozusagen dann aber auch die Falle deaktivieren. Nicht gerade das, was ich machen wollte. Aber ich will endlich so. Also diese blauen kleinen Teile habe ich schon öfters gehabt. Aber ich habe dann nie, ist da, von mir ist da noch nie was rausgekommen. Vielleicht stelle ich mich auch besonders doof, aber... Oder ich muss die vergiften, ich habe keine Ahnung. Ich wollte es halt probieren, aber ich weiß auf jeden Fall noch, was wir machen können, weil ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, wir wollen die Felder ein bisschen bauen. Da will ich eigentlich mit Agricraft anfangen. Jetzt habe ich erstmal hier die ganzen Teile hier rausgenommen. Jetzt brauche ich Wasser. Ob ich das jetzt komplett auswendig hinkriege? Fließt Betten ab. Schreibt es rein in die Kommentare. Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Also, wir brauchen erstmal dieses Rekord. Das war, soweit ich weiß, Spider-Ei. Wir brauchen ja dieses Instant Damage, was ich bis jetzt nicht hingekriegt habe. Die schauen auf jeden Fall lustig aus da drin. So, ist da rein, danke. Nein, ich habe Mundane gemacht. Die, wo gewettet haben, ich schaff's nicht, gewonnen. Warte. Das kann ja jetzt nicht sein, dass ich jetzt das schon nicht mehr weiß. Das doch gerade erst gemacht. Da merkt man mal, ne? Sachen, die ich halt nicht oft gemacht habe, sagt mein Kopf, nö, das ist doch total uninteressant. Also Gunpowder war es definitiv nicht. Gunpowder war es definitiv nicht, weil Gunpowder ist eigentlich das als Wurf machen. Redstone ist eigentlich der Katalysator, also um das zu verbessern. Potion of Birching. Merk grad, ich muss noch ein wenig länger auswendig das machen, dann kriege ich noch mehr komische Sachen raus. Aber vielleicht kann ich mir bis dahin dann merken. Oder ich habe es doch richtig gemacht, aber ich ich sehe es nicht. So, Wackwart. Na, aber wir brüllen jetzt schon ihren Bildschirm an, was ich reinschmeißen muss.
Was war? Ha! Ja. Genau. Das vergesse ich immer. Das habe ich ja auch noch verkackt. Ich weiß. Ich will denen aber nur die Möglichkeit geben, dass da sehr viele Freunde spawnen und auch da unten drin stehen, wenn ich gleich oben drin bin. Und denen da was Gutes zukommen lasse. Weil ihr wisst ja nicht, alles Gute kommt von oben. Also, Wagwart. Dann war das jetzt, glaube ich, wirklich jetzt Spider-Eye. Ich das natürlich wieder falsch mache, ne? Nee, den kann man nicht durchgucken. Also ich habe das richtig im Kopf gehabt, aber ich habe die Netherwarze vergessen. So, dann brauche ich jetzt das da, das da, das da. So, das heißt, wenn jetzt die durch sind, habe ich jetzt das Poison. Dann heißt es jetzt Redstone dazu und Redstone müsste da drauf gehen auf 1,30. Den glaube ich, kann sein, dass ich den sogar gar nicht brauche. Resistance Speed. Kollaps. Okay. So, wir sind jetzt bei 1,30. Jawohl. Dann haben wir das. Doch, das war Glowstone. Ich habe noch recht gehabt. Aber das war der letzte. Ist immer lustig, wenn er das nicht anzeigt. So, dann kommt jetzt Vermendet Spider-Eye drauf. Dass wir einen Instant Damage haben. Und da hinten ist Versammlung. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das wäre total negativ, wenn es jetzt wieder nicht klappen geht. Das wäre aber wieder typisch ich. Ach komm, ich brauche nur ein einziges davon. Also wir schmeißen jetzt als erstes mal das da rein. Ich leg mich erst hin. Nicht, dass ich mich selber reinschmeiß. So. Bis jetzt sehe ich nicht, dass irgendwas passiert. Außer, dass sie sich selber killen. Wo kommst du denn her? Ja, ich habe ja gesagt, da will man eine noch eine brezen. Also die hat es genauso wenig gejuckt. So, random things. Gibt's hier irgendwas? Also von dem ist ja auch, soweit ich das weiß, dieses Seelending da, genau. Ektoplasmen. Whenever an entity dies, is a small chance a spirit will spawn. Killing that spirit using magic, for example.
Okay. Also ich muss jetzt die Viecher hier killen. Das werden die mir bestimmt auch nicht übel nehmen. Okay, also das heißt, ich kann es dann doch auch wieder im Nether machen.